Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge mit Schluss. Heute sind wir mal wieder im guten alten Tol'Dagor. Ihr seht schon auf der Stufe 17 mit den Dungeon-Modifikatoren. Verstärkt, anstachelnd, launisch sowie betörend den neuen Season 3 Affix in Patch 8.2, Rise of Ashara und so weiter. Ihr wisst schon, was ich meine, dieser Shit da halt. Wir sind hier direkt durch die Mitte geschroudet, also Massenunsichtbarkeit durch die Mitte, weil es einfach ein bisschen Zeit spart, statt drumherum ums Wasser zu gehen. Das geht natürlich auch, aber kostet halt mehr Zeit, ne? Das sollte ja jedem klar sein. Und da machen wir hier die Gruppe ganz entspannt. Man hätte auch noch ein bisschen mehr pullen können. Aber wir haben genug Prozente zum Ende hin. Denn das ist so auf meiner Route hier, auf meiner Route, schön geplant von mir. Ist wahrscheinlich nicht die beste Route von Tol'Dagor, ja. Aber reicht auf jeden Fall hier wohl noch für Stufe 17. Falls ihr da irgendwie was Besseres wisst, könnt ihr jetzt gerne in die Kommentare schreiben. Jetzt geht es hier schon zum ersten Boss, die Sandkönigin. Und die Sandkönigin, ja, das ist ein großer, komischer Typ. Hier. Komischer Sand, Krokolisk, whatever. Und was die macht, ist Sandfall. Ja, das könntet ihr ganz clean spielen, diese Fähigkeit, denn sobald diese Fähigkeit durch ist, spawnt drumherum so Sandfallen um einen herum. Und wenn die dann dementsprechend, ne, wenn man da durchläuft, wird man gestunt und kriegt viel Damage. Auf Stufe 17 one-hittet es wahrscheinlich noch nicht und auch nicht logischerweise darunter, aber später bei 20ern oder so wird es durchaus auch schon mal one-shotten und man sollte generell einfach nie reintreten in diese Sandfallen, weil sie ganz einfach einen Spielercharakter betäuben. Und wie ihr das Ganze clean spielen könnt, das sag ich euch jetzt. Wenn der Cast durchgeht, müsst ihr quasi alle im Tank stacken, weil dann spawnen diese Fallen immer perfekt um die Spielercharaktere drumherum. Und wenn halt alle gespreadet sind, sind die, wie man hier schon sehen kann, überall im Raum verteilt und man hat weniger Platz, als wenn man zum Beispiel beim Tank stacken würde. Ihr seht, die Boys stacken hier nicht bei mir, aber ist auch logisch, weil wir sind halt Randoms und im Pack. Aber gute Gruppen würden das halt clean spielen und dann einfach mal im Tank stacken, damit man einfach auch die Ads besser einsammeln kann, denn diese Ads summende Drohne, die spawnen nämlich auch aus diesen Fallen heraus und wie gesagt, wenn sie verteilt sind, logisch ist es als Krieger zumindest schwieriger, die zu aggron und einzusammeln. Hier geht es jetzt einigermaßen, standen ganz gut. Aber wie gesagt, das ist nicht immer der Fall. Das ist eigentlich auch schon eine gesamte Fight. Ab und zu mal noch ein Sandsturm, ja. Der macht einfach nur Gruppen-AE-Damage und wie man schon lesen kann, Sandsturm, da werdet ihr so ein bisschen rumgeschubst. Oh, das ist natürlich nicht so geil. Die wollen dich dann quasi in die Sandfallen reinstoßen. Dann gibt es noch Emporstoßen. Macht er gelegentlich, taucht er unter und dann kommt es auf einen zufälligen Spieler Charakter, was viel Schaden macht, umso höher der Key, umso mehr Schaden logischerweise. Dort dann eventuell einfach mal was ziehen, Eisblock oder irgendwas Death-CD-haftes. Die gute alte Baumrinde geht natürlich auch immer klar und ja, wenn es auf dem Tank ist, ist natürlich perfekt. So gesehen ist aber RNG, wie das gesamte Spiel. Und wir haben jetzt hier die Sandkönigin sofort down, ja. Wir sehen hier übrigens, wir haben einen Beastmaster Hunter, einen Assassinen-Schurken und einen DK sogar, einen Frost. Sieht man jetzt nicht so oft. Ja, die perfekte Kombo ist wahrscheinlich drei Schurken oder zwei Schurken, ein DH oder zwei Schurken, ein Monk. Aber immerhin haben wir hier quasi die Meta-Picks im Healing und Heal. Das ist Heal-Druide und Tankkrieger. Von daher passt das ja soweit. Und auf Stufe 17 muss man nicht unbedingt die besten Klassen spielen. Ist natürlich vom Vorteil. Aber es geht auch mit anderen Klassen. Man muss nicht immer das spielen, was die absoluten Pro-Boys-Gamer spielen, die absoluten Tryharder. Ja, man kann auch mal einfach das spielen, worauf man Lust hat. So, dann sind wir hier quasi, ja, geht's schon mal weiter. Wir haben hier das Krokodil mitgepult. Viele Leute skippen das zwar gerne. Ich hier in meiner Route ist das einfach mit drinne, damit wir einfach hier eh mehr machen. Und normalerweise ziehe ich die Mobs schon weiter hoch, aber ich habe ein bisschen gelernt, ja. Davor habe ich auch so ein Key gespielt auf 16, glaube ich. Und da sind wir, glaube ich, schon verreckt dann an vier Mobs plus dieser Void Emissary, die da oben gleich stehen wird. Und deswegen, ja, ist es wahrscheinlich hier nicht optimales Team. Ja, das tut mir sehr leid. Ich bin nicht der absolute Gottspieler. Aber es ist auf jeden Fall ausreichend, sodass wir es wahrscheinlich in Zeit schaffen werden, den Key. Jetzt haben wir hier die gute Void Emissary, ja, auf Deutsch Lehren berührte Abgesandte. Was macht die nun? Das habe ich euch schon mal erklärt in einer meiner anderen Videos. Die macht einen Cast. Wenn der Cast durchkommt, macht er Gruppendamage auf die ganze gesamte Gruppe. Vermeiden könnt ihr ihn, indem ihr hinter einem Gegenstand stellt, sodass ihr, wenn der Cast durch ist, irgendwo euch versteckt. Und dann werdet ihr davon nicht getroffen. Maximal könnt ihr davon zwei Fähigkeiten abbekommen. Ansonsten ist das eher nicht so gut. Da würde ich euch empfehlen, ja, beim dritten sich zu verstecken. So, dann haben wir hier, jetzt geht's hier weiter.
Da müsst ihr hier, die müsst ihr hier actually nicht spielen, das ist dumm von mir. Aber irgendwie mache ich die jetzt hier trotzdem, weil ich, weil die Male davor haben die Typen mich geflamed dafür, dass ich die hier spiele. Also, das ist natürlich schade, dass ich jetzt quasi mich da beeinflussen habe lassen, aber ist egal. Wir machen es einfach trotzdem. Und ja, wie ihr seht, die Bolstern auch, also stacheln sich gegenseitig an. Das ist natürlich nicht so geil. Jetzt wird auch hier gleich der Hunter schreiben, du musst die nicht machen, die bringen eh keine Prozente. Und ja, ist aber egal. Was mache ich jetzt hier? Hier warte ich jetzt, weil die oftmals links die Putt gerne pullen. Da warte ich einfach mal, bis die kurz wieder zurücklaufen. Und dann hoffen wir mal, dass die hier nichts versauen. So, jetzt gehen wir. Ja, hier haben wir ein bisschen groß gepullt. Holy shit. Oder hier mal ein paar Mobs. Ich tank jetzt die ganze Zeit in dieser komischen Ecke. Warum? Ganz einfach, weil da wieder eine Lehrenbrute abgesandt steht. Und wenn ich jetzt noch von deren Casts betroffen werden würde, dann wäre ich eventuell auch mal schon mal tot gewesen jetzt. Deswegen lieber auf Nummer sicher gehen. Ist nicht optimal für den Damage. Dann können die DDs nicht perfekt leaven. Aber ist, denke ich, trotzdem noch fein. Soweit. Hier warten wir nochmal kurz. Ja, killen wir den nochmal zur Sicherheit. Falls ihr noch aus Versehen die nächste Gruppe irgendwie bolstert. War auch nochmal ein bisschen Zeitverlust, aber egal. So, jetzt kommen hier die schwierigen Mobs. Seesprecher der Bilgeratten. Und die machen wässrige Kuppel. Das ist hier die schlimmste Fähigkeit, die sollt ihr unterbrechen. Den Salzschlag natürlich auch. Aber der ist natürlich nicht so schlimm. Den könnt ihr auch einfach durchgehen lassen. Aber solltet ihr im Zweifel auch kicken. Mit einer eingespielten Gruppe könnt ihr wahrscheinlich jeden Cast kicken. Und das solltet ihr auch machen. Ansonsten kann ich euch noch empfehlen, als Krieger könnt ihr den Salzschlag ganz easy reflektieren. Mit eurem Zauberreflexions-Shit. Deswegen immer am besten den ersten Cast sowieso durchgehen lassen und reflektieren. Meistens kicken die Boys da einfach rein. Und dann zack, das bisschen Asses. Aber ja, ist halt leider so, man random spielt und der sich nicht abspricht im TS. So, hier, das war jetzt ein Fehler. Irgendwer hat zu früh gepult. Vielleicht war es ich sogar, weiß ich jetzt nicht genau. Und da hatten wir eine Abgesandte. Die kennt ihr auch. Da müsst ihr einfach ein Spell drauf machen, sodass ihr nicht in eure Gruppe reingeht. So, und jetzt hier geht's ganz easy weiter. Ja, jetzt müsst ihr einfach hier schon mal, pull ich mehr dazu. Hier weiß ich jetzt nicht, was hier passiert ist, aber irgendjemand hat durch die Wand gepult, ja. Beta for Azeroth, BTW. Generell kann ich euch sagen, der DK hat anscheinend wohl immer ganz oft durch die Wand gepult. Ich weiß nicht, wie oder was das ist, ob er vielleicht auch einfach ein bisschen bad war und nicht aufgepasst hat, wie er seine Spells zieht. Ja, aber ihr seht, wir haben ja irgendwas gepult und deswegen müssen wir das eben spielen. Zum Glück habe ich das gecheckt. Ist ja nochmal gut gegangen. Ansonsten killen wir jetzt hier diese Brandstifterin und schieben es hier rein. Ansonsten gehen wir jetzt hier weiter. Und da haben wir schon mal jetzt hier wieder so eine knackige Gruppe, wo die ein oder andere Gruppe vielleicht auch mal sterben will. Denn hier haben wir die Abgesandte der Gezeiten. Die macht einfach so einen Buff, dass die anderen Mobs in ihrer Nähe nicht unterbrochen werden können, gestunt werden können, whatever. Deswegen macht man die in Wurzeln vom Druiden, Wucherwurzeln, und dann zieht man die zurück hier um die Ecke, bietet sich perfekt an. Dann kommen die alle wunderbar auf einen Haufen und man kann die ganz easy spielen. Währenddessen sieht der Druide natürlich zu, dass er die ganze Zeit die Wucherwurzeln aufrechterhält, weil die halten nur 8 Sekunden. Und wenn der Druide zum Beispiel bad ist, also ein schlechter Spieler, dann kann er hier alles versauen und dann würde jetzt schon längst die Abgesandte der Gezeiten reinlaufen. Es würden wässrige Kuppeln durchkommen, es würden Salzschläge durchkommen und dann wäre ich eventuell auch mal tot, vor allem als Krieger-Tank, weil ich nicht so viel habe gegen magischen Schaden. Und ja, der Druide hat es aber hier wunderbar gespielt. Und sobald die Caster tot ist, könnt ihr die auch schon pullen. Gar kein Ding, weil es geht nur darum, dass halt Caster quasi dieser Mob hier verstärkt. So Melee-Mobs, da könnt ihr ruhig auch die Abgesandte dazuziehen. Die macht ja da nichts mehr. So, der Schurke, oder wer das? Ja, der Schurke hat hier schon mal die Käfige geöffnet. Bisschen großer Pull, ja. Zum Glück haben wir hier auch schon die Eisenborke vom Druide. Und ich habe auch soweit alles verfügbar benutzt. Ihr seht, ich bin out of cooldowns, alles auf cooldown soweit. Also ja, muss man auf jeden Fall aufpassen. Ansonsten, ja, die könnt ihr auf jeden Fall, sollt ihr auch rausholen aus diesen Käfigen, weil erstens bringen die Prozente und zweitens kommen die eh beim Bossfight. Und ja, jetzt spielen wir hier die hinten die Mobs noch, die zwei Brandstifter. Die hätte man eventuell gar nicht spielen müssen, weil wir ja schon zusätzliche Mobs gepullt haben durch die Wand irgendwie. Aber gut, das ist halt meine Route und die befolge ich jetzt einfach, die mit Method Dungeon Tools
ja, gemacht habe. Deswegen halte ich mich einfach daran jetzt. So, hier haben wir jetzt gleich die nächste Gruppe. Die pullt man auch wieder ganz entspannt back. Warum? Weil diese Mobs ja auch zum Teil so eklig flüchten. Wenn man Unglück hat, laufen die in die gegnerischen Mobs rein. Hier seht ihr es schon, zum Glück hat der Schurke reagiert und einen Nierenhieb drauf gemacht. Ist natürlich vom Vorteil. Ansonsten pullen wir die jetzt hier zurück. Ja, und das ist natürlich awesome. Und wieder schön um die Ecke hier, sodass die schön auf einen Spot kommen und schön weiter weg, damit die nicht zur nächsten Gruppe rennen und die irgendwie bolstern können. Jetzt ziehe ich nochmal ein Stück zurück, ja. Einfach damit die nicht bolstern. Ansonsten müsst ihr auch mal als Tank aufpassen, falls die Boys Aggro verlieren, ja. Wegen den Affix bzw. der Dungeon-Modifikator Launisch ist ja aktiv. Bedeutet letztendlich die Tanks, also ich erzeuge nicht so viel Aggro auf den Mobs. Und da verliert man das eine oder andere Mal Aggro, da müsst ihr einfach instant reinspotten und dann geht das auch wieder klar. Bisschen hier Damage machen und dann geht's weiter. Jetzt haben wir hier die beste Gruppe links. Ich schreibe Root. Geht aber, glaube ich, nicht, weil die Infights sind. Die Gruppe ist, bin ich ein bisschen auch überfordert. Schreibe schon Nevermind, also ist egal. Und ich weiß nicht genau, wie man die Gruppe spielt. Ich glaube auch zurückpullen, aber irgendwie war ich hier auch schon verwirrt, weil die nicht kam. Dann kamen sie jetzt aber doch. Jetzt haben wir noch hier rechts die Boys gepult. Ja. Sitzt hier ein bisschen bad. Und der eine ist auch gestorben. Wobei ich auch nicht weiß, was er da in Melee-Range macht. Als Hunter. Im Eifer des Gefechts sehe ich das ja nicht. Aber im Nachhinein hier sieht man das schon ganz gut. Und ja, weiß nicht, was er gemacht hat in Melee-Range. Weiß man. Ansonsten jetzt sollte man hier immer, das kann ich euch auch noch als Tipp geben, immer die Mobs gleichzeitig runterhauen, wenn wir den Dungeon-Modifikator anstachelnd haben, damit die sich einfach nicht gegenseitig buffen. Sprich, ihr sollt niemals einen Gegner komplett solo runter nuken. Das ist schlecht bei diesem Dungeon-Modifikator. Im Umkehrschluss bedeutet es letztendlich aber auch, dass der Tank viel mehr Damage kriegt als gewohnt, weil man halt alle Mobs gleichzeitig killt und ja. Aber das passt soweit, wenn der Tank nicht allzu dumm ist. So, jetzt habe ich hier wieder krassen Aggro-Loss. Ihr seht es. Holy shit. Na gut. Jetzt geht es hier auf jeden Fall weiter. Er fragt hier, want me to do open here too? Also, ob er hier auch die Käfige aufmachen soll. Habe ich gesagt, ja, sicher, mach mal. Habe ich mir so gedacht. Und ja, macht er dann auch. Sehr gut. Ich glaube, die kommen ja eh im Bossfight, wenn mich nicht alles täuscht. Und die geben auch Prozente, die auch in meiner Route drin sind. Und ja, ist natürlich angenehm dann. Haben wir hier die alle wunderbar gesteckt. Und dann können die DDs schön entspannt ihre Tasten drücken und sich dabei geil fühlen, ja. Ich muss auch nochmal ganz kurz sagen, das ist echt schlimm im Tool, ja. Wie die Boys immer instant den Tank flamen, wenn zum Beispiel irgendwas dazugepult wird. Ich hatte so eine Gruppe in Schrein des Sturms. Da hatte sich einer von diesen Tempelbediensteten oder wie die heißen, da am Anfang die Mobs, die Wasserschlag casten und den anderen Cast. Und von den anderen Cast hat sich einer reinnocken. Es stand einer drin und hat sich nocken lassen von der, also von der Gruppe, die wir gespielt haben, in die nächste Gruppe. Und dann haben die direkt alle den Tank, also mich natürlich geflamed, dass ich ja angeblich Chainpulle und alles. Und naja, das war dann wieder deplete, aber ist echt schlimm. Holy shit, wie die ganzen DDs die Tanks flamen. Ich kenne das ja selber als DD. Da habe ich auch, ich flame auch mal gerne die Tanks. Oder sag, er soll schneller machen oder so, aber das ist dann noch in Time Working und so, wo die Tanks zum Teil echt lange rumstehen und nichts machen, aber auf diesem Niveau ist man ja schon ein bisschen höher und da können ja auch die meisten Leute schon ganz vernünftig WoW spielen. Aber es ist echt schlimm, wie da trotzdem der Tank immer geflamed wird und die DDs sich quasi schon wie Götter fühlen auf den Level und nur noch den Tank die Schuld geben, wenn was passiert. Also ja, spielt einfach mal selber Tank, wenn ihr auch so einer seid, der nur High Plus als DD spielt. Das ist nämlich eine ganz andere Liga, ja. Man denkt immer so, tanken ist ja so mega easy, aber mit Schluss Highkeys tanken hat schon was. Muss man schon viel, auf jeden Fall mehr drücken als so eine Demon Hunter DD Klasse, die ja mit die einfachste ist gefühlt. Mythisch Schluss, wenn du das Kit mal anschaust von Demon Hunter, holy shit, das ist halt so leicht. Und solche Leute flamen dich dann noch, wenn man Chainpult, obwohl es jemand anderes war. Naja, gut, auf jeden Fall hier immer den Bossfight. Da kann ich euch sagen, ihr müsst nicht unbedingt diesen motivierenden Schrein kicken. Oder Schrei kicken, da könnt ihr erst mit den anderen quasi killen. Aber wir machen es jetzt hier so, weil es ja eh nicht tyrannisch ist, dass wir erstmal direkt, ja, den Boss einfach killen und den anderen tanken wir einfach auf. Deswegen hier mal in die Ecke
am besten stellen als Tank, damit ihr hier easy den blitzenden Dolch euch hinter die Wand stellen könnt. Wenn ihr das nicht tut, seid ihr tot. So, dann ist der Boss auch dead. Dann geht's ja weiter zum Aschenwind-Kerkermeister. Und was man jetzt hier hätte auch wieder tun können, schon mal nochmal die Treppe hoch und nochmal ein bisschen mehr dazu pullen. Habe ich wieder nicht gemacht, weil ich mir dachte, heute spiele ich es mal safe und gönne mir ganz entspannt die Sache. Weil ich ja eh weiß, dass wir es aktuell mit diesem Tempo, mit dieser Pace locker timen werden. Gar kein Grund, unnötiges Risiko einzugehen und nochmal mehr zu pullen. Klar, zum Beispiel für plus 2, aber plus 2 ist jetzt wahrscheinlich eh nicht mehr drin. Da hätte man schon vorher mehr pullen müssen. Ansonsten, der macht immer Handschellen, will der anlegen, einfach kicken. Wenn ihr das nicht kickt, dann werdet ihr zum Schwein gebracht und dadurch macht ihr weniger Damage und kriegt Schaden und ist einfach schlecht. So, mal hier die Gruppe, taktischer Schild, wollt ihr auch immer am besten stunnen, denn das bedeutet, dass eure Caster-Boys, falls ihr welche in der Gruppe habt, Caster spielt eh keinen Mitschuss, aber falls ihr welche dabei habt, dann machen die weniger Damage, wenn taktischer Schild aktiv ist. So, diesen Schrei hier konnte jetzt anscheinend keiner unterbrechen. Ja, war natürlich bad oder hat jemand geschlafen, vielleicht auch ich selber, wer weiß das schon. Ansonsten, den Schrei wollt ihr natürlich kicken, der sollte nicht durchkommen, denn dann macht ihr weniger Damage und es dauert länger. Jetzt haben wir hier schon mal die Gruppe auch gemacht, sind schon gleich bei 62% wahrscheinlich, warten wir mal ab. Wie viel Prozent haben wir jetzt? 61, 62, ja 61%, genau, okay. Dann haben wir hier nochmal eine Gruppe, eine geschmeidige Abgesandte. Wie gesagt, die ist eigentlich einer der einfachsten oder wenn nicht sogar die einfachste. Ja, wobei, die sind eigentlich alle einfach, wenn man weiß, wie man es macht, ne? So wie bei jeder Sache im Leben. Wenn man weiß, wie man es macht, dann fällt alles einfach. Ansonsten, ja, was macht man hier? Ach ja, hier hat übrigens wieder einer durch die Wand gepult. War anscheinend auch wieder der DK, deswegen nimmt man vielleicht auch nicht DKs mit, weil die gerne durch Wände pullen, zumindest in Toldagor. Und das war dementsprechend auch wieder nicht geplant, dann haben wir jetzt auch wieder viel zu viele Prozente wahrscheinlich dadurch bekommen. Aber gut, muss man halt dann einfach spielen und ja, abgesandt ist dead, jetzt einfach hier drei Mobs am Haken und ja, AFK ein bisschen reinkleven, Schildblock oben halten, wie heißt das, Zähne zusammenbeißen, oben halten als Tank und dann hier seht ihr sogar, habe ich so Rache einfach benutzt für mehr Damage. Scheiß mal auf Ignore Pain, brauche ich ja eh nicht. Und einfach hier reinballern. Wie viel Damage mache ich gerade? 28k. Oh, gar nicht so schlecht. So, jetzt fragt er hier Shroud After This, also Massenunsichtbarkeit danach. Natürlich sage ich dazu, das war auch eben in meiner Route geplant. Und wir haben sowieso genug Prozente. Warum schrauden wir jetzt hier? Ganz einfach, weil rechts die Gruppe sind drei Caster und die können schon mal schwer fallen, vor allem bei den Dungeon-Modifikator verstärkt. Deswegen wollt ihr die im Zweifel skippen und den Aschewind-Kundschafter auch dazu. Ist er auf jeden Fall entspannt. Vielleicht ist mit denen auch einer in Fight gewesen, ja, wir werden später sehen, warum. Ich war auf jeden Fall nicht in Fight und ja, jetzt sind wir hier schon bald am Ende angekommen. Wenn man hier angekommen ist, weiß man schon, ah, der Dungeon ist bald zu Ende, nicht mehr lange. Und ja, hier wurde die Kanone geändert. Ja, die Kanone hat jetzt 100 Energie. Jeder Schuss kostet 20 Energie, bedeutet, ihr könnt 5-mal schießen mit der Kanone und nicht mehr unendlich, so wie es noch in Season 1 und Season 2 der Fall war in BFA. Dementsprechend weiß ich auch selber noch nicht, wie man das so perfekt spielt mit dieser Kanone. Keine Ahnung, to be honest, aber anscheinend die ersten zwei Mobs hier zumindest will man wahrscheinlich nicht abschießen. Und dann, wenn ich was überlegen müsste, würde ich das so machen. Ich würde jetzt in die Kanone dann steigen. Zuerst die hintere Gruppe, weil da stehen ja zwei Gruppen hinten rechts. Zuerst die hintere Gruppe anschießen, dann warten, bis die hintere Gruppe in die zweite Gruppe, also in die vordere Gruppe reinläuft. Und dann reinschießen, dass man beide Gruppen trifft. Der Boy hier macht es aber nicht. Er schreibt, I try to shoot two packs, aber schießt irgendwie direkt das erste an. Dann kann er auch nicht mal zwei Packs schießen. K.A. was das für eine Aktion war, aber die war auf jeden Fall nicht optimal. Und jetzt hat er ja auch noch zwei Schüsse gewastet.
Für na, sogar drei Schüsse oder vier Schüsse. Ja, also es war einfach schlecht gespielt. So wollt ihr es auf jeden Fall nicht spielen. So könnt ihr es spielen, so ist es ausreichend, aber lange nicht am effektivsten. Und ihr habt auch gesehen, der Kanonenschuss zieht kein Leben von der Abgesandten ab. Ja, jetzt haben wir hier, glaube ich, nur noch einen Schuss oder zwei Schüsse. Ja, ein Schuss. Ich warte noch irgendwie auf einen Schuss, aber da kommt nichts mehr. Hab da auch nicht ganz mitgezählt. Und jetzt seht ihr hier auch wieder, ich habe keine Aggro wegen den Schuss halt. Deswegen müsst ihr auch immer einen Schurken möglichst da reinsetzen, diese Kanonen. Der Schurke macht dann vorher Schurkenhandel auf den Tag. Oder aber auch Irreführung, geht wahrscheinlich auch vom Jäger. Und ja, auch einer der Gründe, warum Schurken so gut sind und so beliebt. Aber wie gesagt, hier haben wir auf jeden Fall Zeit verloren. War nicht gut zu spielen mit der Kanone. Weiß nicht genau, ob es vielleicht auch mein Fehler war, aber ich glaube nicht. Gut, man könnte sich vielleicht auch als Tank selber reinsetzen. Macht das eigentlich der Tank, die in die Kanone versetzt? Wahrscheinlich nicht, weil ja dann. Ja, wobei weiß ich nicht. Ah, ich weiß nicht. Vielleicht kann man es sogar einfach als Tank spielen. Aber gut, jetzt machen wir hier, ja. Töte ich noch irgendwie die alleine? Die laufen schon alle weiter. Und hier jetzt wieder genau der gleiche Fehler. Hier könnte man jetzt sich in die Kanone setzen. Zuerst das hintere Pack shooten, dann warten, bis das hintere Pack im vorderen Pack reingelaufen ist. Und dann halt da erst reinschießen. Er macht es wieder für komplett Fail. Schießt direkt ins vordere Pack. Und ja. Drei Schüsse hat er jetzt gewastet. Zwei hat er noch. Die anderen zwei hebt er sich anscheinend auf. Nein, das. Sich jemand anderer vier Schüsse reingeballert, quasi gewastet, das ist halt einfach schlecht. Da muss man zugeben, kann man besser spielen. Also, wenn ihr so einer seid, der da eventuell einen Schurke zum Beispiel schießt, bitte zuerst auf das hintere Pack einmal, dann wartet ihr, bis das hintere Pack in das vordere Pack reingelaufen ist, und dann schießt ihr erst in das vordere Pack rein, sodass ihr quasi alle sechs Mobs trefft. Und dann könnt ihr auch mal geil beide Gruppen gleichzeitig töten. Und nicht eine Gruppe nach und nach. Gut, jetzt sind wir auch mit diesem Thema endlich durch. Und ja. Aber ansonsten macht ihr jetzt wieder hier, ne? Schildblock. Donnerknall und so weiter. Ihr seht, ich bin einfach ein Gott. Zieht es euch rein, Junge, wie ich hier tank. So tankt kein anderer. Gekickt habe ich. Mache hier Damage, Interrupt hier, Drohrufe, alles unterbrochen, taktischer Beschuss, taktischer Schuss, hier wieder im richtigen Moment taktischer Beschuss unterbrochen wie ein junger Gott-Tank. Also, ich weiß nicht, was man so groß noch hier besser spielen soll, ne? Ich bin natürlich der Beste. So, jetzt sind wir hier bei Kürassier. Ja, wie heißt die? Dreh dich mal um, bitte. Valhyrie oder so. Das hier ist auch immer der Fehler bei den meisten Boys. Hier kann man auch mal gerne sterben. Vor allem auf Stufe 10 oder so, wenn die Leute den Boss noch nicht checken. Ich habe mir angewöhnt, ich tank den Boss ab jetzt immer in der Mitte und nicht mehr in einer Ecke, wie man viele immer vorschlagen und behaupten. Tank him in a corner. Ja, du musst eigentlich ihn in a corner ziehen, das ist am besten. Aber das ist gar nicht so gut, sondern in der Mitte ist the real deal und das würde ich euch auch empfehlen. Seitdem bin ich nie wieder gewiped. Hier übrigens, ja, Lumpenzunder könnt ihr übrigens, wenn die es auf euch castet, reflekten auf sie selbst. Dann macht es auf ihr selbst Damage und die ist, stirbt schneller. Werdet ihr auch gleich sehen, Junge, wie ich wieder Godlike Gaming es reflekte. Moment, okay, Zündung, ja, zünde mal da dann. So, Lumpenzunder auf. War leider auf den Schurken. Müsst ihr auch darauf achten, auf wen es kommt und dann im richtigen Moment reflekten drücken, ja. Sind es schon andere Mechaniken, die man da als Tankkrieger spielt, so reagierende Mechaniken, wo man schnell sein muss. Jetzt kommt's auf mir und da ist der Reflect. Und jetzt seht ihr es, jetzt hat sie den Debuff Lundenzunder und ja, da hast du schon mal 4% oder so gut getroppt, schneller. Und das würde ich euch empfehlen als Tank, so ein kleiner Gimmick, zumindest als Kriegertank. Könnt ihr das reflekten, wenn ihr schnell seid. So, da habt ihr gesehen, wie ich geil die Barrel da hingemacht habe, das fast in die Ecke da. Und ja, dann müsst ihr mal auch mithelfen als Tank, diese Fässer in der Ecke zu bringen.
Und aus diesen Kreisen auch raus. Hier habe ich das mal übernommen, ja. Denn wenn das Fass im Kreis jetzt explodiert wäre, beziehungsweise wenn es da gestanden wäre, wäre das jetzt auch hochgegangen und wenn hier links noch eine Riesenfläche gehabt. Diese Fässer dürfen nicht in diesen Flächen stehen, die machen wir wieder castet, aber ist jetzt auch egal, der Boss ist schon tot und wir haben das clean gespielt im Vergleich zum Trash davor. Jetzt sind wir bei 94%. Jetzt können wir hier noch die drei spielen, dachte ich mir so, ja. Einer soll sich gefälligst in die Kanone setzen und die dann hier töten. Und ja, 7 Minuten haben wir noch. Aber wie man es so schön kennt, in Random-Gruppen, es wird noch was schief gehen. Und ja, werdet ihr gleich sehen, jetzt schießen wir hier die ab. Haben wir ziemlich gut gemacht. Ja, ich tank die so ein bisschen, so dass er gut schießen kann. Jetzt renne ich einfach weg, 4 nochmal rein und ja. Jetzt haben wir schon 100%, ihr seht. Jetzt frage ich Skip. Ist ja alles legitim, ne? Vanish einfach. Was für Toten Skip. Also der will sich durchsterben lassen und dann. Ja. Will er sterben oder so? Ja, ich hab's halt so. Hab es mir so gedacht und lief ja auch einwandfrei, wie man sehen kann, ne? Er ist nicht gestorben, wir sind nicht gestorben. Ich war nicht in Fight, ihr seht es hier links im Bild. 120 steht doch nicht so ein solche Schwertsymbole. Wat wait WTF? Der DK, ihr seht es, der hat ist anscheinend in Fight und hat anscheinend auch von vorhin, wo er durch die Wand gepult hat. Ja. Aber egal, hier lief auch schon mal alles schief zum Pull, Junge. Irgendwer hat schon vorher geaddet, jetzt muss ich den repositionieren. Jetzt zieht einer Drums, ich bin gestunt. Sollte nicht passieren, dass ihr als Tank so früh gestunt seid, aber ihr musst halt viel moven. Jetzt kommt die Kreuzzündung, da müsst ihr mal als Tank gut aufpassen. Ihr seht auch, ich habe mich extra in eine Nachtelf, glaube ich, verwandelt, weil einfach eine weibliche Nachtelfin kleiner ist und da sehe ich irgendwie mehr mit den Mods und ja. So, ihr seht schon, der Healer ist jetzt tot. Ist natürlich sehr schade, da kommt der Battle Res Instant. Und er hat anscheinend Melee-Hit abbekommen, sagt er auch. Vom Boss war es auf jeden Fall nicht. Flamecaster, da war's, da habe ich ja schon gesagt. Wie gesagt, der DK hat anscheinend vorhin irgendwie noch durch die Wand gepult. Und jetzt kommen hier die Auswirkungen davon. Ja, schreibt jetzt hier, ich hab's euch gesagt, warte. Ja, auf was soll ich warten? Müsste der Mob irgendwann hochkommen oder was? Nee, ich muss hier schnell pullen. So, jetzt sind wir wieder anscheinend gestorben. Ich weiß nicht, was da los war. Wie gesagt, wir wissen schon, was da los war. Ein unsichtbarer Mob. Oder ein Mob, besser gesagt, den sie vorhin durch die Wand gepult haben. Killt uns jetzt und versaut uns noch fast den Key. Just reset. Und ja, jetzt schreibe ich hier erstmal, ich weiß nicht, wie ihr Typen die ganze Zeit über den ganzen Dungeon verteilt hin durch Wände Mobs pult. Aber gut. Kommt jetzt hier die Antwort Beta für Azeroth. Klar, kann man so sehen, aber kann man auch so sehen, dass der DK rumgefällt hat und vielleicht seine Spells nicht richtig benutzt hat. Aber ist natürlich doch schon lächerlich, das hier. So, jetzt mache ich ja auch noch einen krassen Fehler. Ich weiß nicht, was los ist. Ich wollte die erst skippen. Jetzt sagte ich schon hier Fragezeichen. Und ja. Ich dachte, dass man eventuell mit einem Unsichtbarkeitstrank die auch skippen kann, aber kann man nicht. Deswegen muss ich mich jetzt hier halt sterben lassen. Und ja. Der DK hier lässt sich zum Glück auch sterben, weil er wahrscheinlich schon wieder in Fight war, der Gimp. Und ja. Ich glaube auch, der hat schon beim ersten Mal alles versaut. Und ja. Wie gesagt, da war ich halt ein bisschen verwirrt. Ihr habt es gerade gesehen. Ich wollte die skippen, vielleicht mit Invisport, aber die haben ja eh Stealth Detect, also dass die Unsichtbare sehen. Und ja, war halt auch eine dumme Aktion von mir, gebe ich zu. Jetzt haben wir hier noch 3 Minuten 20 Sekunden. Mach ganz entspannt einen 4 Sekunden Pulltimer. Ziehe den Boss jetzt hier genau an diese Ecke. Ah, ja, will er nicht so richtig, weil ich wieder so ein Ork bin. Ist immer irgendwie strange mit den Mark A Ork Model oder einfach. Ork-Model, den zu positionieren. Der steht jetzt hier nicht perfekt. Der wollte eigentlich, dass der mittig unten an der Treppe so steht, sodass er die untere Treppenstufe knutscht quasi. Aber er steht jetzt hier schon auf der oberen. Dementsprechend, und er ist nicht ganz mittig, jetzt ein bisschen weiter nach rechts. Und ist halt scheiße hier für diese explosive Eruption. Aber geht wohl noch so weit fit.
Ansonsten, ja, ist der Boss ziemlich heal-intensiv. Healer muss gut dabei sein, muss healen. Ich mache hier auch schon mal Befehlsruf zur Sicherheit. Und die Kreuzzündung ist dementsprechend der Noob-Filter bei dem Boss. Die kann euch oder wird euch one-shotten auf Stufe 17. Und die müsst ihr jedes Mal dodgen. Und ich würde sagen, mir wird es keiner übel nehmen, wenn ich sage, dass der Tank hier die schwierigste Aufgabe hat beim Dodgen. Ihr seht, wie ich spiele. Bin hier voll eingeengt mit der Kamera, muss so von top-down, von oben nach unten gucken und bin ganz nah an meinem Charakter dran. Aber eigentlich stehe ich hier schon perfekt. Nur was halt mich fucken kann, ist diese explosive Eruption. Die knockt einen immer so back. Und ich bekomme sie jetzt hier zweimal ab als Tank. Und der ist gar nicht so schlecht, weil, ja, ich kann den Damage aushalten von den Debuff, aber die DDs, wenn die den mal zweimal abbekommen, dann tut das schon gut weh und der Healer muss gut auf der Hut sein und reinpumpen. Ja, und das ist eigentlich der gesamte Fight. Ihr dürft nicht viel moven, minimale, kleine Schritte machen, sonst, wie gesagt, unten rechts seht ihr, ist die Bar, wenn die voll wird, wird man gestunt. Deswegen immer hier ein, zwei Schritte. Wenn man den mittig tankt, geht immer die Kreuzzündung in die Mitte und dann der Safe Spot ist halt rechts oder links. Seht ihr auch immer, wie ich rechts bzw. links move, wenn die Kreuzzündung kommt. Und explosive Eruption logischerweise spreaden. Ich zeige jetzt hier nicht, wie die stehen, aber basically ist es so. Einer steht rechts an der Treppenkante, sodass er gegen die Treppe geschleudert wird, wenn er den Debuff abbekommt. Und der andere steht links, hier ist jetzt der Hunter gestorben. Ich dachte schon, die wollen jetzt noch sabotieren, weil wir noch 58 Sekunden haben auf der Uhr. Ja, aber zum Glück haben wir ja gute Battle Reses mit DK und Droiden. Und ich glaube sogar der BM kann auch Battle Resen, oder? Und ja. Hier ist es halt, ist schon schwierig, diese Animation zu sehen, wo da der Safe Spot ist. Aber mit ein bisschen Übung und mittlerweile fällt ich da auch nicht mehr. Am Anfang habe ich da gefällt, wurde getroffen, mittlerweile fällt ich da auch nicht mehr. Und da haben wir es doch tatsächlich auch in Time geschafft. Stufe 17, toll, Dakora abgeschlossen. Nicht perfektes Spiel, aber man kann es trotzdem noch timen. Hier bekommen wir jetzt noch gleich ein Schrott-Trinket. Aber ich würde sagen, ich gucke mir nochmal hier kurz den Damage an. Zeige euch nochmal kurz hier verursachter Schaden, ja. Hier haben wir das Schrott drin genommen, ansonsten würde ich sagen, danke fürs Zuschauen, haut da rein, ciao, ciao.